Liebe Menschenfamilie, voller Freude darf ich dich heute empfangen. Voller Licht und Achtsamkeit möchte ich dich einladen, etwas für deine Seele zu tun, deine Seele zu heilen und deiner Seele den Weg zu weisen, was gut für sie ist. Und so beginnen wir, das Licht von Smarana einzuatmen und uns mit diesem Licht auszudehnen. So lass es einfach geschehen, denn es geschieht für dich zu deinem allerhöchsten Wohle. Und je mehr deine Seele im Licht der Sonne erstrahlt, umso kleiner werden deine Schatten werden. Und so erlaube dir jetzt, dich hinzugeben und dich tragen zu lassen von dieser Liebe, die dich umgibt, von der Liebe Gottes, welche über Smarana zu dir getragen wird. Und so führt dich nun deine Seele in eine Dimension des Lichtes, in welcher du deine eigenen Schatten erkennen kannst. Sei einfach neugierig wie ein kleines Kind und guter Dinge, denn das, was dir geschieht, ist zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so führe ich dich auf diese Ebene, auf diese Seelenebene, dort, wo Licht und Liebe fließen und eine Leichtigkeit dich trägt. Du befindest dich auf einer Wiese, auf einem Lieblingsplatz deiner Seele. Und dort hast du dich hingesetzt und beginnst im Gras zu spielen. Du fühlst dich wie ein kleines Kind, ganz jung. Ganz neugierig. Und so lass dich einfach von den Energien tragen. Denn das, was du jetzt erlebst, das sind Zeichen deiner Seele, wo du mal genauer hinschauen solltest. Alles, was sich dir zeigt, kommt aus der Tiefe deiner Seele, und lass die Bilder einfach hochkommen und schau sie dir jetzt in Ruhe an. Und nun nimm diese Bilder, die sich dir gezeigt haben, halte sie in deinen Händen.
Und nun bitten wir die Engel, dich zu unterstützen, all das, was dich belastet, aufzulösen. Es geschieht voller Liebe und du spürst in deinem Herzen, dass es zu deinem allerhöchsten Wohle geschieht. Und so darfst du dich öffnen, so weit wie du magst, um die Kraft der Liebe zu spüren, welche sich heilend über deine Seele legt, welche sich schützend um dich herum legt und dich anhebt in deiner Energie, sodass du spürst, dass alles gut werden kann und sodass du spürst, wie Leichtigkeit sich einstellt und wie mit dieser Leichtigkeit vieles von dir genommen wird, an welchem du schwer getragen hast. Und wenn du nun deinen Schatten anschaust, kannst du sehen, wie er sich langsam auflöst. Du ganz allein nimmst wahr, was jetzt geschieht. Und lass es auch geschehen, denn es ist zu deinem allerhöchsten Wohle, was jetzt geschieht. Und wenn du nun wieder die Schmetterlinge und die Bienen sehen kannst, die schönen bunten Blumen sehen kannst, dann wurden viele deiner Schatten aufgelöst. Dann darfst du dich bedanken bei den Engeln, bei deiner Seele für all das, was gerade geschah. Und darfst dich erheben, denn nun trägt dich deine Seele wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Viel Gutes ist dir widerfahren, viel Wunderschönes wurde dir gezeigt und in deiner Seele eingebettet. Und so komme mit diesen Geschenken langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bedanke dich bei allen Energien, die dir geholfen haben. Und sei wieder ganz da. Bewege Hände und Füße. Öffne deine Augen. Das war ein kleiner Ausflug in deine Seele, auf deine Seelenwiese, zu dem Lieblingsplatz deiner Seele. Dort geschehen oft magische Dinge. Und ich denke, es hat dir sicher gut getan. Und wenn dir mein Video gefallen hat und du immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal, indem du hier draufklickst. Und aktiviere auch die Glocke, dann wirst du immer informiert von YouTube, wenn ich was Neues sende. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.